Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen? Mit dem Orgel-Eingangsspiel und den Worten von Kurt Marti begrüßen wir, das ist heute der Richard Jacki an der Orgel und dem Klavier. Das ist der Michael Zbinde als Aufnahmeleiter und das bin ich, der Patrick Woodford. Wir drei begrüßen euch alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute am 10. Januar zum Gottesdienst hier aus der Kirche in Spiez. Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, der Urquelle von allem, was ist und nicht ist, was war ist und jemals wird sein. Wir feiern ihn im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unserem Wegbruder, Mensch gewordener Liebe und ewig wahrem Wort. Und wir feiern im Namen vom Heiligen Geist, Gottes Atem, Kraft im Leben und im Trost. Amen. Ich lade euch alle jetzt ein, still zu werden im Gebet. Es sind Worte vom Dag Hammarskjöld. Du, der du über uns bist, du, der du einer von uns bist, du, der ist, auch in uns, dass alle dich sehen, auch in mir, dass ich den Weg bereite für dich, dass ich danke für alles, was mir widerfuhr, dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not. Behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen. Möchte sich alles in meinem Wesen zu deiner Ehre wenden und möchte ich nie verzweifeln, denn ich bin in deiner Hand und alle Kraft und Güte sind in dir. Amen. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Als Triptychon, liebe Gemeinde, bezeichnet man ein Gemälde oder ein Relief, das aus drei Teilen besteht. Seit dem frühen Mittelalter finden wir die Triptychen in vielen christlichen Kirchen als Altarbilder. Bei diesen Bildern oder Reliefs ist der Mittelteil am grössten und stellt auch das thematische Zentrum dar. Eingerahmt wird der Mittelteil von den beiden schmaleren Seitenflügeln, die durch Scharnier mit dem Mittelteil verbunden sind. Werden sie reingeklappt, ist das gesamte Gemälde für einen Betrachter nicht mehr sichtbar. Darstellungen auf diesen Triptychen nehmen häufig christliche Motive oder Szenen auf. Triptychon, von altgriechisch Triptychos, bedeutet also dreifach gefaltet, aus drei Lagen bestehend. Liebe Gemeinde, ein Jahreswechsel scheint mir wie das Scharnier von einem Triptychon zu sein. Sie verbinden unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart und der Zukunft. Beziehen wir die drei Bildteile von einem Triptychon symbolisch auf unser Leben, dann sehen wir auf der linken Bildfläche unsere Geburt, ihr Mitte das gestalt- und erfahrbare Leben und auf der rechten Bildseite
unseren Tod. Die beiden äußeren Seitenflügel von unserem Lebensbild markieren also die unverrückbaren Fixpunkte in unserem Leben. Der Anfang und das Ende, die Geburt und der Tod. Der Mittelteil ist sozusagen das offene Feld, wo wir bewusst Wirklichkeit und Zeit erfahren, wo wir uns drin bewegen, wo wir auf die Welt und sie auf uns einwirkt, wo wir uns drin mit allen unseren Sinnen, unserem Verstand und unseren Gefühlen versuchen zu orientieren. Wir klappen jetzt unser Lebenstriptychon auf und schauen zuerst einmal den linken Seitenflügel von unserem Leben an. Wir schauen weit zurück in die Vergangenheit und sehen unsere Geburt. Am Anfang. Das Licht vor der Welt und den ersten Atemzug. Der Mensch, ein Empfangener, aufgefangen vor der Welt, von den Händen von gleichen Erdlingen, wie auch er einer ist. Nichts hat der Mensch zu dem Anfang beigetragen. Nichts, dass er da ist, wo er ist. Er ist einfach so, wie er ist. Ganz so schön. Erdverbunden und himmelfrei, ganz im Leben. Der Mensch, einer, der mit Liebe beschenkt ist, hoffentlich auch mit Menschenliebe, ganz sicher aber mit Gottes Liebe. Menschenliebe, ergriffen und besetzt werden vom uns fremden und gleichzeitig vertrauten Herzschlag vom Geliebten, vom Geliebten, erfüllt vom vollen Leben und verzehrt vom sehnsüchtigen, brennenden Verlangen, ein Leben zwischen Rosenblüten und Dornenzweigen. Und dann ist da die Gottesliebe, einem Menschen in die Wiege gelegt, in sein Herz und in seine Seele eingepflanzt, unveräusserlich, geschenkt, einfach so, weil er Mensch ist. Gottes Liebe. Sie macht den Menschen zu einem Kind, einem geliebten Kind Gottes. Sie ist das verbindende Scharnier in unserem Leben, versöhnt uns mit allem Vergangenen, verwurzelt uns im Gegenwärtigen und öffnet uns das Tor in die Zukunft. Sie ist die nährende Lebenserde und der Atem, der uns zu Himmelserbe macht. Sie ist das, was für immer bleibt, von allem Anfang an. Thank you.
am anderen Ende vom Leben, der Tod. Dort, wo das Licht vor der Welt war, dort ist jetzt die Finsternis vom Grab. Dort, wo ein Leben lang geschnauft worden ist, wird ein letztes Mal ausgeschnauft. Dort, wo gelacht und gerannt, gekämpft und gerungen, wo das Glück umarmt und das Leben gefeiert, aber auch erduldet und durchlitten worden ist, ist jetzt Stille, ist Totenruhe, ist bodenloser Abgrund, ist nur noch kalte, dunkle, scheinbar leblose Erde. Es ist nicht nur nicht mehr, wie es einmal war. Nein, es ist gar nicht mehr. Tod. Drei Buchstaben, die nichts mehr bedeuten, aber mehr sagen als alles, was je gesagt und gedacht und gefühlt worden ist. Tod ist tot, ist tot, tot. Der Tod, das Nichts. Kein Suchen mehr, kein Glauben mehr und kein Hoffen mehr. Nicht mehr. Und dann irgendwie, irgendwo, das Nichts weiss nicht wie und warum, gefunden, aus der Dunkelheit gezogen werden. Wie dann, wo das Licht vor der Welt erblickt und der erste Atemzug geschnauft worden ist. Das Scharnier vom Anfang wird zum Scharnier vom Ende. Weder der Tod noch das Leben, weder Vergangenes noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, weder Höchst noch Tiefs, noch sonst irgendetwas anderes in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe von Gott trennen, wo uns in Jesus, dem Christus, geschenkt worden ist. Thank you.
dann ist in der Mitte vom Lebenstriptychon noch der Bildteil, wo die Vergangenheit naturgemäss immer mehr und die Zukunft immer weniger wird. Es ist der Lebensteil, der eingerahmt wird vom Faktum vor Geburt und vom Tod. Es ist der Bildteil, wo Menschen einem Rätselhaften in ihrem Leben begegnen, wo sie auf Fragen Antworten suchen und manchmal auch finden. Und wo ihre Antworten manchmal auch neue Fragen und Rätsel aufwerfen können. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Diese Worte haben wir in unserem Lesungstext aus dem Korintherbrief gehört. In der Welt vom Mittelteil vom menschlichen Lebenstriptychon kann das Deuten vor Wirklichkeit, vor Lebensrealität manchmal besonders herausfordernd sein. Mit Zeitenflügeln, der vor Vergangenheit und oder der von den Zukunftserwartungen mehr oder weniger zugehen und sich vor Bildmitte schieben und so ein Mensch ein offenes und zugängliches Betrachten und Einschätzen von seinen Realitäten einschränkt. Wir haben aber in unserem Lesungstext auch gehört, dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Der Mensch sieht, erkennt, erfährt und erlebt also nicht nur das Offensichtliche und Unmittelbare vom Leben. Durch den Mensch selber offenbart sich ihm immer auch das Geheimnisvolle in konkreter Gestalt. Wie ist das zu verstehen? Der Theologe Karl Rahner sagt, der Mensch ist das Ereignis einer freien, ungeschuldeten und vergebenden, absoluten Selbstmitteilung Gottes. Unter der Selbstmitteilung Gottes versteht der Karl Rahner, dass Gott dem Menschen seine Nähe und seine persönliche Zuneigung schenken will. Der Mensch hat also notwendigerweise und unausweichlich immer mit Gott zu tun. Und weil Gott Jesus im Christus selber Mensch geworden ist, muss die Theologie sagen, dass Gott genau da ist, wo wir Menschen sind und allein da zu finden ist, betont der Karl Rahner. Wo und wie wir dem Geheimnisvollen können begegnen können, erklärt der Karl Rahner so. Ich zitiere ihn wieder. Gott begegnet ihm, dem Menschen, überall da, wo er sein Leben versucht, ganz anzunehmen, wo er Versöhnung empfängt und selbst verzeiht, wo er seine Aufgaben erfüllt und selbst im Versagen noch einmal durchbebt wird von Hoffnung, die nicht aus ihm selbst herauskommen kann. Haben wir schon einmal geschwiegen, obwohl wir uns verteidigen wollten, obwohl wir ungerecht behandelt wurden? Haben wir schon einmal verziehen, obwohl wir keinen Lohn dafür erhielten? Haben wir schon einmal gehorcht, nicht weil wir mussten und sonst Unannehmlichkeiten gehabt hätten, sondern bloß wegen jenes geheimnisvollen, schweigenden, unfassbaren, das wir Gott und seinen Willen nennen? Haben wir schon einmal geopfert, ohne Dank, Anerkennung, selbst ohne das Gefühl einer inneren Befriedigung? Haben wir uns schon einmal zu etwas entschieden, rein aus dem innersten Spruch unseres Gewissens heraus? Haben wir einmal eine Pflicht getan, wo man sie scheinbar nur tun kann mit dem verbrennenden Gefühl, sich wirklich selbst zu verleugnen und auszustreichen,
wo man sie scheinbar nur tun kann, indem man eine entsetzliche Dummheit tut, die einem niemand dankt? Waren wir einmal gut zu einem Menschen, von dem kein Echo der Dankbarkeit und des Verständnisses zurückkommt und wir auch nicht durch das Gefühl belohnt werden, selbstlos, anständig und so weiter und so fort gewesen zu sein? Durch die Selbstmitteilung Gottes, wo in seinem Menschwerden als Jesus der Christus gipfelt, erfahrt der Mensch die Liebe Gottes. Sie ist das Scharnier zum unendlichen Geheimnis, wo alles in allem umfasst, wo alles Lebendige sein Grund und sein Ziel hat. Unsagbar, aber wahr, für immer und ewig. Ich lade euch jetzt ein, still zu werden, ihr Fürbitte, es sind Worte nach dem Kurt Marti und im anschliessenden unser Vatergebet. Unser Vater, der du bist, die Mutter, die du bist, der Sohn, der kommt, um anzuzetteln den Himmel auf Erden. Dein Name werde geheiligt, dein Name möge kein Hauptwort bleiben, dein Name werde Bewegung, dein Name werde in jeder Zeit konjugierbar, dein Name werde Tätigkeitswort, bis wir loslassen lernen, bis wir erlöst werden können, damit im Verwehen des Wahns komme dein Reich. In der Liebe zum Nächsten, in der Liebe zum Kranken, zur Verzweifelten, geschehe dein Wille durch uns.
Und jetzt lade ich euch alle ein, gemeinsam so zu beten, wie Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der nächste Videogottesdienst findet ihr am nächsten Sonntag auf unserer Kirchengemeinde-Seite unter der Rubrik Kirche Digital. Gestalten werden den Gottesdienst die Pfarrerin Delia Zumbrunn zusammen mit der Ursula Lötters am Klavier. Und jetzt bitte ich noch um ein Segen von Gott. Abschließen werden wir den Gottesdienst mit einem Orgelausgangsspiel von Richard Jacki. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott wende uns sein Angesicht zu und schenke uns allen seinen Frieden.